Willkommen zurück. Im Zuge dieses Videos benötigen wir dein Vorwissen, wie die Parameter a und c eine Exponentialfunktion beeinflussen. Des Weiteren werden wir einen genauen Blick auf das Monotonieverhalten von Exponentialfunktionen werfen. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du unter anderem folgende Frage. Sind hier noch weitere Fragen im Fenster? Allerdings werden wir die erst im nächsten Video behandeln und deshalb sind sie hier ausgeblendet. Gut, wir haben also die Funktion f von x ist gleich 42 mal 0,9 hoch x gegeben und wir sollen beantworten, ob diese streng monoton fallend oder streng monoton steigend ist. Bevor wir diese Frage nun beantworten, werfen wir zunächst einen Blick auf die Frage hier auf der Seite, und zwar, woran erkennst du das Monotonieverhalten? Erinnern wir uns zurück, damit wir eine Aussage über das Verhalten einer Exponentialfunktion treffen können, müssen wir die Parameter c und a betrachten. Und hierfür unterscheiden wir ein paar Fälle. Zunächst mal für den Parameter c müssen wir unterscheiden, ob dieser größer oder kleiner als 0 ist, also positiv oder negativ. Für den Fall, dass c nämlich negativ ist, also kleiner 0, wird unsere Funktion an der x-Achse gespiegelt. Nun legen wir für den Moment fest, dass c größer als 0 sein soll. Also wir betrachten jene Fälle, für die das c größer 0 ist, also positiv, und betrachten nun unseren Parameter a. Also wenn c größer 0 ist und der Parameter a größer als 1 ist, dann haben wir eine steigende Funktion. Wir erwarten einen Funktionsgraphen, der in etwa so aussieht. Und man sieht hier, dass sich die Funktionswerte mit zunehmenden x-Werten immer weiter von der x-Achse abheben. Genau. Und wir haben eine steigende Funktion. Für den Fall, dass der Parameter a nun zwischen 0 und 1 liegt, dann haben wir eine fallende Funktion. Die Funktionswerte nähern sich mit wachsenden x-Werten immer weiter der x-Achse an. Also unsere Funktion geht immer weiter zur x-Achse hin und geht in Richtung 0. Wir haben ja bereits gelernt, dass wir hier davon sprechen, dass die Funktion den Grenzwert 0 hat. Gut, nun betrachten wir die Fälle, wenn unser c negativ ist, also c kleiner als 0. Und untersuchen wieder den Parameter a. Wenn nun c kleiner als 0 ist und a größer als 1, dann haben wir eine fallende Funktion. Es ist wie auch oben beim Fall, dass a größer 1 ist, so dass sich hier die Funktionswerte mit steigenden x-Werten immer weiter von der x-Achse entfernen. Das heißt, die Funktion hebt sich immer weiter von der x-Achse ab. Allerdings gehen sie hier immer weiter in den negativen Bereich runter, und deshalb haben wir eine fallende Funktion. Nun betrachten wir den Fall, dass c negativ ist und a zwischen 0 und 1 liegt, dann haben wir eine steigende Funktion. Hier nähern sich die Funktionswerte immer weiter der x-Achse an, also gehen immer weiter Richtung 0. Da wir hier im negativen Bereich sind, haben wir eine steigende Funktion. Wir sind im negativen und gehen immer weiter Richtung 0, somit steigt unsere Funktion. Gut, versuchen nun selbstständig mit Hilfe dieser Fallunterscheidungen im Lückentext zu ergänzen, ob es sich bei der Funktion um eine streng monoton fallende oder streng monoton steigende Funktion handelt. Pausiere dazu bitte das Video. Gut, also wenn wir unseren Parameter c betrachten, dieser hat den Wert 42, dann sehen wir sofort, dass dieser größer als 0 ist. Das heißt, wir brauchen nur die Fälle für c größer 0 untersuchen. Und nun für unser a liegt zwischen 0 und 1, das heißt, wir sind hier und somit ist unsere Funktion streng monoton fallend. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Fenster exponentielle Abnahme weiter.